Servus Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Warum ist das Sound so leise? Gut, jetzt geht's. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Null. Jetzt würde ich nachgucken, was ich machen muss. Aber nee, das gibt's nicht. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich nach diesem Part noch drei Parts hier durch die Gegend renne. Was war das denn gerade? Also, irgendwie, wenn das Spiel lädt, dann macht es komische Faxen. Was werde ich tun? Ich gehe nochmal zurück ins Casino und versuche irgendwo eine Münze herzubekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Es muss irgendwo im Casino sein. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen. Na gut. In der Cafeteria, okay, ich sehe es ein. Mit. Aber wo waren hier die Cafeteria nochmal? Naja, jetzt bin ich schon auf dem Weg Richtung Casino, also geht's nicht anders. Wenn ich hier nichts finde, dann klapper ich das ganze Schiff nochmal ab. Was mit diesen Fischen da? Warum kann ich den nicht abknallen? Ah, da liegt was. Das habe ich erst nicht gesehen. Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert. Deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drin vor sich geht. Vorgeht. Ja, vorgeht. Es ist so einfach, man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genügend Münzen versorgen und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht, 107 Gramm. Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Okay, das heißt, ich brauche jetzt mehr als nur eine Münze. Was ist das da? Ich drücke es und renne ganz schnell weg. War ja klar. Ist auch so klar. Kann ich euch. Ja, schmeißt die Granate weg. Dennoch, ne. Ah! Bleib schnell danach, da kommt der Fisch geflogen. Hab ich getroffen? Ja. Der lebt ja noch. Lass mich von einem Fisch besiegen, also im Ernst. Es geht endlich drauf, komischer Fisch. Oh, Geld. Münze aufgenommen. Ich habe mal wieder meine Random-Granate geworfen. Warum merke ich es mir nicht? L1 ist Granate schmeißen. Drücke ich nicht nochmal drauf. Ja, jetzt, wo es eh schon zu spät ist. Okay, 107 Gramm. Ich muss irgendwo Geld reinschmeißen. Hier? Muss ich jetzt ernsthaft an so einem Automaten mein Glück versuchen? Bin zu angeworfen. Nein! Ich bekomme eine Münze zurück. Kann ich das selber stoppen? Nee. Ist vielleicht ein schlechter Automat. Weil immerhin kriege ich da die ganze Zeit meine Münze zurück. Also, wenn das bei einem anderen Automaten nicht der Fall ist. Jackpot, ich bin reich! Ein Haufen Münzen aufgenommen. Schon genug gespielt. Und warum habe ich dann jetzt zweimal verloren und die Münze immer wieder bekommen? Na, egal. Okay, wie viel 107 Gramm brauche ich? Muss ich wahrscheinlich darauf legen, oder? Ja. Ja. Was haben wir denn da? Die wiegt 7 Gramm, die wiegt 9 Gramm, die wiegt 17 Gramm. Nein.
Nein. Nein. Auch zu viel. Ja, perfekt. Ah, es geht weiter. Und es speichert und oh, Money. Liegt auch Money. Munition. Oh, noch mehr. Okay, gibt es noch irgendwas zum Scannen? Ist da hinten ein Dokument? Ja, das lese ich gleich. Da ist meine Waffenkiste. Oh, ja. Gib mal eine falsche Taste. Spezialzubehör. Oh, geil. Wofür werde ich gleich sehen, aber erst möchte ich das Zeug da lesen. Eine hingekritzelte Notiz. Liebster Freund, ich bin am Ende meiner Weisheit. Es tut mir leid, aber ich muss los. Sie schlafen, aber irgendwann werden sie aufwachen. Jetzt ist meine Chance. Wenn ich nur an sie denke, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ihre hässlichen Körper sind nicht von dieser Welt. Ihr Gestank wie verrottete Organe und ihre Schreie wie Echos aus der Hölle. Ich habe so sehr Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Nicht einmal jetzt, wo ich das hier schreibe. Sei vorsichtig. Die aufgedunsenen Blasen an den Wänden sind ihre Eier. Mit ihrer Hilfe können sie sich erholen. Bitte glaub nicht, dass ich dich verlassen habe. Ich habe es für meine Familie getan. Ich werde für deine Sicherheit beten. Aha, das heißt, die Teile muss ich irgendwie vernichten. Diese Eier. Kritisch 1. Kleines Magazin, aber kann ich mehr ausstatten? Genau, so ging das. Zwei Schüsse hintereinander ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Das ist gut. Ah, da oben sieht man auch, für welche Waffe es gut ist. Feuerrate passt nur für dieses Maschinengewehr oder was das ist, nicht. Ah, so funktioniert das also. Ja, spring da einfach runter. Jetzt, da wir einen Tipp mit den Eiern oder was das sein sollen bekommen haben, gehe ich jede Wette ein, dass da irgendwo ein Ei gleich an der Wand hängt. Kommt aber nichts. Wenn ich eine Granate schmeiße eventuell. Ja, noch näher. Sollte das Teil, glaube ich, nicht berühren. Vielleicht eine Granate. War aber nicht sehr weit. Das Teil nimmt keinen Schaden. Toll. Zwei Granaten umsonst verballert. Hoch, hoch, hoch. Kommst du hinterher? Ja, kommst du. Da ist eine Steckdosenverteiler. Kann ich hier nicht einfach so rausgehen? Nee. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Wo rennst du denn hin? Bleib stehen! Du rennst ja voll in eine Falle. Moment, da hinten liegt was. Das sieht mir so verdächtig aus. Ist irgendwo was? Da komme ich. Achso, da ist eine Leiter. Ich kann also wieder zurück. Kein Monster, bitte. Danke. Hier Spezialzubehör. Da komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Oder? Doch, komme ich. Will ich weiter? Nee, will ich nicht. Ich nehme jetzt schön den Fahrstuhl. Da vielleicht ist da was Gutes.
Egal, ich gehe weiter. Was machst du denn da? Oh, ich wette, jetzt muss ich da entlang, nicht wahr? Ja, da oben ist er. Ja, das kann ja was werden. Na gut, gehe ich doch hier entlang. Hier ist doch irgendwas Böses. Ist eine Distanz, die ich hier auf diese Laser verwenden kann? Wird sich nicht schon schließen. Ah, das wieder. Schauen wir mal. Beim ersten Mal habe ich ewig lang daran gebraucht. Beim zweiten Mal habe ich es random first first tried. Schauen wir mal, was jetzt der Fall sein wird. Okay. Stimmt's? Nee, stimmt nicht. Ich habe zwar alle richtig platziert, aber das leuchtet. Das leuchtet. Eins, zwei. Moment. Eins, zwei, drei. Das leuchtet nicht. Vier, fünf. Okay, da, 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 da und da. Ja, so in etwa. Ich muss sie nur irgendwie noch vertauschen. Ja, fast. Mann. Könnte dauern. Ja. So viel zu könnte dauern. Ich will nicht. Oh, ich sehe dich genau. Ich kann nicht nach unten gucken. Oh doch, jetzt kann ich. Die Musik, die gefällt mir jetzt. Woher willst du das wissen? Okay, jetzt wird es langsam etwas unheimlicher. Vor allem, weil ja jederzeit etwas um die Ecke kommen könnte. Ich nach oben. Nach oben, dann bin ich da. Wenn ich nicht nach oben gehe. Oh, Karte. Naja. Funktioniert nicht. Ach, das hätte ich dir auch sagen können. Blutspur. Was schwankt denn hier so? Ist das das Schiff? Oh nein. Wird mir schlecht, wenn ich das Schwanken sehe. Was soll ich nach oben? Ich weiß nicht, ob ich nach oben soll oder nicht. Da hinten ist auf jeden Fall auch was. Was ist denn das da? Feuerlöscher. Komm her, Monster! Oh, da kommt es ja. Hallo, Falk! Bist du tot? Ja, bist du. Schnell scannen.
Yeah! Das Monster hat mich aber nicht. Ne? Das Britzeln. Das hat mich aber nicht erschreckt. Ist mein Scan wieder auf 0, oder? Ja. Das heißt, jetzt muss ich wieder 3000 Sachen scannen. Da ist eine Tür. Ah, da war gerade in die Ecke. Jetzt drin. Auf einmal ist da ein Monster drin. Dann schrei ich. Ah! Na gut. Kann ich das immer noch scannen? Ne, es ist viel zu weit weg. Es hat bestimmt einen bestimmten Radius. Okay, die Tür geht auf. Da werde ich aber beim nächsten Mal reingehen. Denn ich möchte die Resi-Folgen nicht ganz so lang machen. Sonst brauchen sie ewig zum Hochladen. Und das möchte ich nicht. Dann würde ich sagen, das war Resident Evil Revelations. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.